So, wir haben uns mit Datentypen im letzten Video beschäftigt und jetzt wollen wir uns gerne über arithmetische Operationen und Modulo und If-Anweisungen unterhalten. Also, arithmetische Operationen und Modulo sind Operationen, die ich auf meinen zahlbasierten Datentypen machen kann. Also ganzzahlige und Fließkommazahlen. Zum Beispiel kann ich jetzt auf meiner I1 kann ich jetzt sagen durch 2. So. Ich kann jetzt nicht einfach sagen I1 durch 2, weil dann sagt er mir, das ist kein Statement. Ich müsste jetzt sowas machen wie SOUT. Also gib mir das bitte aus. Also was ist I1 durch 2? I1 ist 1, durch 2 ist 2. So. Da würde er mir 0 sagen. Das ist ja komisch. Warum er das denkt, ist, weil er sowas probiert. Er probiert jetzt das. Er probiert jetzt I1, also eine ganze Zahl, 1 durch 2 zu rechnen. Das ist eigentlich ein halb. Aber dadurch, dass jetzt in dem System.out.println nicht eine Logik ist, die ich euch später erklären werde, kann er das nicht, versucht er das wieder auf eine ganze Zahl zu runden. Das ist in dem Fall aber 0. So, was wir eigentlich tun müssten, damit wir das ausgeben können, wir müssten es auf ein Double runden, also auf eine Fließkommazahl. Wenn wir das jetzt ausgeben würden, dann sagt er uns wieder 0, was korrekt ist. Weil, jetzt war ich selber kurz verwirrt, hier rechnen wir zweimal mit ganzen Zahlen. Also wir haben keine Fließkommazahl mit drin. Was wir jetzt machen müssten, oder was im Hintergrund passiert ist. Java versucht anhand dieser beiden Datentypen, die übermittelt werden, einen resultierenden Datentypen zu berechnen. Wenn er sagt, okay, wir haben Integer und wir haben Integer, dann wird das Ergebnis wohl auch ein Integer sein. Das ist an der Stelle aber nicht richtig, weil ja 1 durch 2 0,5 ist. Das ist ja keine ganze Zahl, sondern eine Fließkommazahl. Was wir an der Stelle machen müssten, wir müssten gleich von vornherein 1,0 mal 1 rechnen, um den resultierenden Datentypen auf Double zu verändern. Und wenn wir das jetzt ausgeben, dann würde da auch 0,5 stehen. Wenn ich das jetzt hier nehme, kann ich das auch gleich wieder hier reingeben. Also ich kann auch in ein System.out.println so eine Berechnung machen. Und wir hatten jetzt nicht nur eine Berechnung in der Arithmetik, sondern auch gleich eine Typumwandlung. Da sprechen wir aber später nochmal wesentlich detaillierter drüber. Also wir können arithmetisch rechnen, mal plus. Wir können auch geteilt rechnen, wir können auch 10 plus 10 rechnen oder wir können auch 10 minus 10 rechnen. So, das können wir auch machen. Wir können auch Modulo berechnen. Wir können auch rechnen mit Rest. Wir können jetzt sagen 10 Modulo 8. So, dann würden wir jetzt hier rauskriegen 20, 10 und 2. 20, 0, Entschuldigung. 20, 0 und 2. 10 minus 10 ist 0. So. Okay. Das sind die arithmetischen Operationen, die wir für Zahlen in Java zur Verfügung haben. Und das ist jetzt der Punkt, wo wir das erste Mal in Berechnungen einsteigen könnten und in Schleifen zu verzweigen. Und genau das machen wir dann im nächsten Video. Bis dann.